Wer auf der Suche nach einem Auto ist, muss traditionell oft tief in die Tasche greifen. Nicht so beim Black Dunner Day, der auch dieses Jahr wieder viele Kunden nach Schlüsselberg lockte. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass der Jakob vor 3 Jahren diese tolle Idee hatte, die er am Anfang überhaupt nicht gut gefunden hat, weil er glaubt hat, das geht bei Autos nicht. Und mittlerweile ist er eines Besseren belehrt worden, es funktioniert super. Die Leute kommen aus ganz Österreich her und nutzen dieses Schnäppchen, das wir da anbieten, nur am heutigen Tag, nur die 4 Stunden und kommt gut an. Ja, also den Black Dunner Day gibt es ja seit 2018, jetzt das 3. Mal in Folge, wieder ein voller Erfolg. Es ist einfach, wir definieren gewisse Fahrzeuge zu einem Sonderpreis und dieser Preis ist halt der günstigste Österreichs und das merkt man auch, die Kunden kommen aus überall her. Aus ganz Österreich kamen die zukünftigen Ford-Besitzer, die aus über 70 Fahrzeugen ihr Lieblingsmodell wählen und kaufen konnten. Traumautos zum Bestpreis, wer kann da widerstehen? Ja, also ich finde, das ist nicht gut. Also wirklich, ich war sehr überrascht und habe mir ein bisschen umgeschaut und habe gesagt, ein besseres Angebot habe ich nicht gefunden. Meine Schwiegermutter hat im Internet die Aktion gefunden. Wir haben im Internet die Autos verglichen, die für uns in Frage kommen und haben gesehen, dass die Preise sehr günstig sind. Apropos günstig, das waren auch der Tag und die Uhrzeit, an dem der Black Dunner Day 2020 stattgefunden hat. Ja, wir sind ja ein Dienstleistungszentrum und sehr kundenorientiert und wir wollen natürlich auch den Vorarlbergern, Burgenländern und Kärntnern die Möglichkeit geben, dass sie ausgeschlafen und ohne Stress anreisen und drum eben an einem Samstag und erst ab 10 Uhr. Wir sind von Lambach und haben jetzt ein Geschäft übernommen in Hofkirchen an der Trattnach und haben jetzt ein Firmenauto gebracht und daher sind wir da hergekommen. Ich habe mein Privatauto auch von da. Und da haben wir gleich gesagt, na, da Firmenauto holen wir auch vom Tanner. Und mit dem Black Day dann, das ist natürlich super. Es freut uns natürlich, dass die Botschaft von den Kunden so positiv ist. Und wir würden uns wünschen, dass das geteilt wird auf Facebook, Instagram und Co. Weil das ist die beste Werbung für unser Haus. Auf Schwarz setzen lohnt sich also auch zukünftig. Vielleicht im Herbst nochmal, aber sicher nächstes Jahr im Frühjahr wieder, wenn wir schauen, dass wir aus Europa so Schnäppchen zukaufen können und dann unseren Interessenten und Kunden dann so ein tolles Angebot machen dürfen. Na dann, gute Fahrt!